Herzlich willkommen und Gute bei Auf dem Glas. Mein Name ist Karl Gladek. Wir beantworten euch wie immer die Fragen rund um den Wein. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema: Mythen. Weißwein zu Fisch, Rotwein zu Fleisch. In der DDR, ganz früh, ich war 2 Jahre alt, nach Köln gekommen und mein Vater hat gearbeitet wie ein Schwein, um sich irgendwie Geld zu verdienen und so weiter. Und ich werde nie vergessen, als wir das erste Mal in einem tollen Restaurant waren und da stand eine Flasche Wein, hat mein Vater bestellt. Und früher eine Flasche Wein auf dem Tisch war was ganz Außergewöhnliches. Mhm. 70er Jahre, ja, Mitte 70er Jahre. War bei uns auch so, ja. Und da gab es Spargel dazu. Und da habe ich so geguckt und dachte, das ist was Besonderes. Das möchte ich mir gerne immer leisten können, eine Flasche Wein auf dem Tisch zu haben. Mhm. Das war so eine Initialzündung und der Wein hat auch noch gut geschmeckt. Da war ich, weiß nicht, 14, 15. Man fragt sich so als Sommelier oft, wo fängt Weinkultur an, wo hört Weinkultur auf? Ich habe das Gespräch oft gehabt mit Gästen im Restaurant, mit Kunden im Handel. Weinkultur fängt für mich da an, wo Wein konsumiert wird, ohne dass ein Hype drum gestaltet wird. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hochachtung Italien, finde auch wieder Nature, auch normal, meinst du, aber ich auch wieder ein ja, sehr, man muss, sehr, sehr man muss wissen, welche Rosinen zu picken sind. Ja, es, yeah, gibt, ja. Es gibt ja gar unter dem Deckmantel Wein viel Gutes und viel Miserables, mhm, zu entdecken, leider immer noch. Männer, Marco? Kann ich von der Sauerkirsche noch was haben? So viel möchtest.